Gangel Kizilteby ist heute mein Gast. Sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD in Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg Ost. Ja, genau. Was alles für Trennung in der Stadt. Wir haben eben gesprochen über Ihre Tätigkeit im Finanzausschuss und dann sind Sie auch noch im Petitionsausschuss. Also wer ein Problem hat, bitte schreiben. Ja? Kurz schreiben, nicht zu lang. Kurz schreiben. Und bei den Finanzen, da geht das hoffentlich alles seinen Gang. Der Parteitag war gestern und die Klausurtagung der SPD war auch am letzte Woche, Donnerstag und Freitag, glaube ich, oder Mittwoch, Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere. Da ging es natürlich auch um die Themen, die in Ihrem Wahlkreis virulent sind. Was mich persönlich geärgert hat, war, als ich neulich im Schwimmbad war und musste dann 20% fast mehr bezahlen als noch vor ein paar Wochen, da bin ich doch ziemlich auf die Barrikaden gegangen. Und nach mir alle, die da in der Kasse standen, auch. Was ist denn da los? Da kommen die Leute zu Ihnen und beschimpfen Sie auch? Ich sage, können Sie nichts dagegen machen? Natürlich kommen die Leute auch zu mir. Es ist ein Problem, ein drängendes Problem. Die neue Preisstruktur, die vorgelegt worden ist, führt bei Familien zu Unzufriedenheit, aber auch bei Ihnen, wie man sieht. Ja, das ist doch Wahnsinn. Ja, 5,50 Euro statt 4,50 Euro, glaube ich, so ähnlich ist das. Also das ist schon eine Menge mehr. Ja, und für Familien ist das auch nicht bezahlbarer. Es gab eine Diskussion dazu in der Abgeordnetenhausklausur, die am Wochenende stattgefunden hat, das ist richtig. Aber diese Tarifgestaltung ist immer noch, wird immer noch diskutiert in der SPD-Fraktion hier in Berlin. Und ich glaube, dafür setze ich mich auch ein, ich habe auch einige Abgeordnete angeschrieben, dass es da Überlegungen geben muss, doch noch Änderungen besonders für Familien zu erreichen. Wie wird denn das begründet eigentlich? Das sind ja über 20%. Ja, also der Vorstandsvorsitzende der Berliner Bäderbetriebe hat auch vorgetragen, das neue Konzept und die neue Tarifstruktur und wie man sich das alles vorstellt. Und er hat das begründet auch mit der Unterfinanzierung. Und das Land Berlin hat aber die Mittel erhöht und man ist da noch im Austausch, wie gespart werden kann, weil Vergleiche zu anderen Stadtstaaten haben ergeben, dass bei den Berliner Bäderbetrieben doch noch einiges nicht ganz nachvollziehbar ist, was die Finanzierung angeht. Das klingt aber sehr politisch höflich, ja. Nicht so ganz nachvollziehbar. Ich bin ein höflicher Mensch, Herr Brinkmann. Aber wenn Sie im Finanzausschuss des Bundestags sitzen, dann müssen Sie alles nachvollziehen, nicht? Was da so an Zahlen auf Ihren Tisch kommt. Ja, genau. Also das soll ja wenn jetzt. Wenn nicht, greifen Sie zum Telefon und sagen, es ist nicht nachvollziehbar. Das soll jetzt auch geprüft werden, warum es diese Unterschiede im Vergleich gibt. Und es wird noch diskutiert werden. Man hat doch auch auf der Klausurtagung ist da auch beschlossen worden, noch mehr Schwimmbäder zu bauen. Genau, also das hat folgenden Hintergrund. Also wir haben ja auch in meinem Wahlkreis zum Beispiel in der Thomas-Mann-Straße ein Schwimmbad, das seit Jahren saniert werden soll, aber es passiert nichts. Und auf der Klausurtagung hat man eben gesagt, dass die Sanierung oftmals teurer ist als ein Neubau. Mhm. Und wenn dem so ist, wenn eben Neubau günstiger ist, dann will man neue Schwimmbäder bauen. Das Problem haben wir ja auch beim ICC, aber dasselbe Problem. Ja. Neubau oder Abriss, was ist günstiger? Ja. Ja, aber wenn man das ewig lange diskutiert und dann die Preise erhöht, bleiben die Besucher weg und man dreht sich immer weiter nach unten. Genau. Und das muss schnell gehen. Und in der Klausur wurde das thematisiert, das wird mitgenommen und ich. Heute wäre ein anderes Thema außer Schwimmbäder. Tempelhofer Feld, wenn wir mal kurz darüber reden. Heute werden die Stimmen ausgezählt. Ja? Ich bin froh, dass Sie Tempelhofer Feld sagen und nicht Tempelhofer Freiheit. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben auch das habe ich noch nie gesagt, weil Tempelhofer Freiheit kann ich nichts wenig mit anfangen. Tempelhofer Feld ist mir ein Begriff. Ja, wir haben auch einen Parteitagsbeschluss, der die Begrifflichkeit Tempelhofer Freiheit eigentlich nicht erlaubt. Und beim Tempelhofer Feld werden die Stimmen heute ausgezählt. Es geht um das Volksbegehren. 230.000 braucht man, glaube ich, nicht? Ja, so in den ungefähr, Dreh. Ja. Und es geht darum, ob bebaut werden soll oder nicht. Wir als SPD sind für eine Randbebauung, weil wir günstigen Mietraum auch innerhalb des S-Bahn-Rings wollen. Und es gibt eben nicht genügend freie Flächen. Und deshalb ist eine Randbebauung auch sinnvoll. Das ist die größte Fläche in Berlin, die frei ist. Ja. Für Bebauung.
Man könnte es ganz bebauen, aber das will die SPD auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Ja? Und innen drin, und es gibt ja manche, die sagen, alles muss frei bleiben, so wie es jetzt ist, also frei von Bebauung. Mhm. Ja? Wir wollen da ein Sportgelände haben. Wir wollen da machen Sport und Freizeit und Konzerte und was auch immer. Ja. Also für mich ist wichtig, für das Tempelhofer Feld, dass es auch ein Gedenkkonzept an die Opfer des Nationalsozialismus gibt, also mit integriert wird in die Randbebauung und das nicht übersehen wird. Da bin ich auch im Austausch mit Initiativen, weil das Tempel auf dem Tempelhofer Feld gab es ja im Dritten Reich ein Zwangsarbeiterlager und das darf nicht in Vergessenheit geraten und dafür setze ich mich auch ein. Ja, das ist ja auch eine gute Idee. Die andere Frage mit der Randbebauung ist ja für viele Leute auch eine gute Idee. Die sagen, wir haben Wohnungsnot zwar nicht in Berlin, wir haben aber steigende Mieten. Das kann man begegnen, indem man mehr Wohnungen baut. Genau. Ja, und wenn man so eine Fläche hat, dann sollten wir das tun. Ja, es geht auch nur um eine Randbebauung. Und wir möchten, dass Mieterinnen und Mieter, die sich keine Hodenmieten leisten können, auch in der Innenstadt leben dürfen. Und deshalb... Wie kann man denn das auf Bundesebene begrenzen? Wir reden ja auch über Mietbegrenzungsgesetz. Ein Punkt der SPD, auch im Wahlkampf, auch wir haben darüber gesprochen. Wie weit ist denn das gediehen im Bundestag? Das würde denn ja auch das Tempelhofer Feld mit einschließen. Also wir haben im Koalitionsvertrag die Mietpreisbremse durchgesetzt für Neuvermietungen. Das bedeutet, dass bei Neuvermietungen die Miete nicht über 10% im Vergleich zum Mietspiegel steigen darf. Das ist schon mal ein dämpfender Faktor. Aber hier haben wir Neubauten. Ja. Ja? Also Neuvermietung ist... Genau, also es gilt nicht für Neubauten. Für Neubauten gilt das nicht. Eben, und darauf wollte ich hinaus. Muss das nicht auf Bundesebene geregelt werden? Ja, für Neubauten, das ist eine Ausnahmeregelung. Das haben wir nicht durchsetzen können. Wir durchgesetzt haben, ist die Mietpreisbremse bei Neuvermietungen. Und auf dem Tempelhofer Feld ist das Konzept ja so, dass wir entscheiden, welche Anzahl an den Mietwohnungen zu welcher Miete vermietet werden. Und das geht auch, laut Gesetz. Ja. Das heißt, also, Sie schreiben dem Bauherrn dann vor, du darfst nur zu diesem Preis bauen, weil du nur zu diesem Preis vermieten darfst. Ja. Und wenn er teurer baut, dann ist das ein Nachteil. Also es wird ein Mix sein von höheren und niedrigeren Mieten. Ja. Was bewegt Sie denn zurzeit noch, wenn Sie so als Bundestagsabgeordnete durch Ihren Wahlkreis fahren? Ja, besonders mit Migrantenhintergrund. Da gibt es Migranten, die leben unter sehr, sehr schlimmen Verhältnissen und weisen damit auf ihr Schicksal hin. Also es sind nicht nur Migranten, es sind auch Flüchtlinge in meinem Wahlkreis. Mhm. Zum Beispiel am Oranienplatz, mit deren Problematik ich mich natürlich auseinandersetze und deren Forderungen auch teile. Ja. Und aktuell ist es so, dass die Senatorin Kolat an dem runden Tisch teilnimmt und für eine entsprechende Lösung arbeitet. Und das unterstütze ich auch. Was die Flüchtlinge wollen, ist eben eine Arbeitserlaubnis. Das haben wir ja auch im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass die Menschen, die hierher geflüchtet sind, nach 3 Monaten eine Arbeit aufnehmen können. Also sie wollen ja arbeiten und ihr Geld verdienen. Das durften sie bisher nicht. Erst ab einem Jahr durften sie arbeiten gehen. Eine weitere Forderung der Flüchtlinge, die wir auch im Koalitionsvertrag durchgesetzt haben, ist die Abschaffung der Residenzpflicht innerhalb eines Bundeslandes. Das muss auch perspektivisch auf die ganze Bundesrepublik ausgeweitet werden, weil ich überhaupt keine Gefahren sehen kann, die sich daraus ergeben könnten. Und ich bin auch dafür oder setze mich auch dafür ein, dass eben eine Verhandlungslösung gesucht wird mit den Flüchtlingen am Oranienplatz und keine Räumung stattfindet, die zu noch mehr Problemen führt und Auseinandersetzung. Manche sagen aber, das sind gar keine Flüchtlinge. Viele sagen, die sind ja deswegen nur gekommen, ja, und sagen, wir sind Flüchtlinge. Das sind hauptsächlich syrische Flüchtlinge. Wer sagt das? Ja, das lese ich immer in den Zeitungen. Das heißt, deswegen frage ich Sie ja.
Wie ist die Lage wirklich? Oder ist das jetzt nur von einer bestimmten Seite, die das da weghaben wollen, vorgeschoben und sagen, das sind doch gar keine Flüchtlinge, das sind Wirtschaftsasylanten oder wie immer wir das nennen. Sie sprechen jetzt die Armutszuwanderung an. Also genau, das ist nochmal ein anderer Punkt. Wollte ich eigentlich nicht benutzen. Naja, die CSU schürt ja da wieder Ängste unter der Bevölkerung. Es sind Menschen aus EU-Ländern, die zu uns kommen. Ja, Bulgarien, Rumänien, es sind EU-Länder. Da muss man das immer dran erinnern. Das ist ein EU-Land. Mhm. Ja, sie genießen die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Niederlassungsfreiheit. Mhm. Und dagegen kann man nichts tun. Und die Ängste, die geschürt werden, die stimmen auch so nicht. Es gibt eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die das auch nochmal zeigt, dass die Erwerbstätigenquote bei 60% liegt. Und nicht die Arbeitslosenquote nicht höher ist, sondern niedriger ist als die durchschnittliche Arbeitslosenquote. Und das sind falsche Behauptungen, die die CSU in Bayern einfach geschürt hat. Die wir in Berlin nicht gerade hören sollten. Genau. Natürlich gibt es Polarisierungen in Großstädten, aber im Durchschnitt ist das kein Problem. Also Ihr Appell ist, braucht eine Verhandlungslösung und alle die, die so ein bisschen, also jetzt nicht durcheinander bringen. Die Verhandlungslösung habe ich für die Lampedusa-Flüchtlinge und anderen Flüchtlinge auf dem Oranienplatz angesprochen. Das ist auch richtig. Mit den Menschen zu reden, zu kommunizieren, was deren Bedürfnisse, Forderungen sind und darauf einzugehen. Und die Armutszuwanderung ist nochmal was anderes. Ja, das wollen wir auch trennen. Und die Verhandlungslösung bezog sich natürlich nicht auf den Oranienplatz. Unsere Sendezeit ist leider um. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Agancel-Kiseltepe, SPD-Bundestagsabgeordnete von Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg-Ost. Ich habe es gelernt. Herzlichen Dank, dass Sie auch zugeschaut haben. Sie können morgen eine weitere Sendung sehen, Brinkmann und Asmuth. Da sprechen wir mit dem Fraktionschef der SPD, Harit Saleh, auch über diese Frage Oranienplatz und über das, was die SPD auf ihrer Klausurtagung im Einzelnen besprochen hat. Also schalten Sie morgen wieder ein und sonst jeden Montag 20.15 Uhr aus dem Bundestag die aktuelle Woche und die letzte Woche in der Rückschau. Bis dahin sage ich Tschüss.